Moin zusammen, wir sind hier zurück bei den Säulen der Erde. Ich bin's, euer Henri. Wir sind jetzt mit unserer Familie Bilder hier am Kloster, in der Priorei von Kingsbridge angekommen. Ja, und mit unserem kleinen Tom können wir jetzt hier so ein bisschen die... Schon gut, wenn doch diese verfluchte Kathedrale einfach einstürzen würde. Ja, das wäre was, nicht wahr? Können jetzt hier ein wenig mit ihm das Gebiet erkunden. Das also ist eine Kathedrale. Wir haben sie bloß die Steine da rauf geschafft. Können Steine mehr zu fliegen, so wie Vögel. Und ein eingestürzter oder fast eingestürzter Turm. Was haben sie denn hier angerichtet? Und was kann ich tun, damit es schlimmer wird? Jetzt schauen wir uns mal genauer an. Jetzt fall schon um. Okay, das wird nicht reichen. Jetzt fall schon um. Ja, und wenn wir ein drittes Mal, alle guten Dinge sind drei? Jetzt fall schon um. Ah, nein, auch nicht. Schade. Er sieht so zerbrechlich aus, der alte Mönch. Wie eine Pusteblume. Besser, ich fasse ihn nicht an. Aber wir können ihn ja mal ansprechen. Ich bin kein Geist, kleiner Rotschopf. Auch wenn ich schon mit einem Fuß im Grab stehe. Wenn du zuerst stirbst, begrab ich dich. Ich bin nämlich der Totengräber hier. Ich werde dir ein schönes Grab schaufeln. Du wirst es mögen, aber du musst mir auch eins schaufeln, wenn meine Zeit gekommen ist. Einverstanden? Ja klar, warum nicht? Ist doch ein Deal. Das ist gut. Gut, du darfst keine Angst vor dem Tod haben. Er ist nicht das Ende. Danach kommt noch etwas. Das ist das Geheimnis. Darum geht es bei all dem hier. Verstehst du? Ja, ich weiß nicht, ob unser junger Jack versteht. Wie Ritter reiten Pferde, Mönche reiten Ponys. Das hat Martha mir gesagt. Können wir das streicheln? Nein, können wir nicht. Hier können wir direkt hinter die Kathedrale, Haupttor zum Kloster. Es stinkt nach totem Fisch und nach Rüben und Zwiebeln. Irgendjemand flüstert da drin. Ja, dann sollten wir doch mal gucken, was da los ist. Also muss aber erstmal darüber stiefeln. Ich wünsche manchmal, es gäbe eine Möglichkeit, einen kleinen Tick schneller zu laufen. Stapf, 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 stapf. Hallo. Klopf, ja, klopf. Oh. Hallo. Ich fürchte, es ist nichts zu essen mehr da. Wer ist das? Der Junge vom Steinmetz. Tut mir leid, aber ich kann dir nicht helfen. Komm morgen wieder, ja? Ach Mensch, Milius. Wenigstens müssen Sie sich nicht um ein Baby kümmern. Tja. Alle Mönche sind da reingegangen. Sogar dieser eine wichtige. Das muss ihre Höhle sein. Ja. Dann gucken wir doch mal in die Höhle der Mönche. Hallo? Ah, ist abgeschlossen da. Kommen wir nicht rein. Wir können aber nochmal mit Mama und Tom und auch mit Martha sprechen. Sie sitzen bloß da und sehen nach Martha. Warum sind sie so besorgt? Martha sieht so müde aus, aber Mama sagt, Ruhe allein reicht nicht. Sie braucht ein Zuhause. Tja, okay, laufen wir vielleicht noch nicht mal direkt zu denen. Schauen wir uns hier das Hauptportal der Kathedrale mal an. Auch das ist zu. Mein Gott, na gut. Dann laufen wir mal hier außen rum und schauen, was wir auf der Rückseite noch entdecken können. Ein Mönchgräberhaus des Priors. Das ist ein besonderes Haus.
Wie eine kleine Schwester der Kathedrale. Ich hoffe, Martha geht es bald besser. Hallo? Ist da jemand drin? Alles abgeschlossen. Hier geht's zum Kreuzgang und hier sind Gräber. Sie stecken Planken in den Boden. Üben sie hier Schießen? Na, bin mir nicht so sicher, ob er hier lebt. Warum ist er dann so ängstlich? Fragen wir ihn doch mal. Hallo? Wer bist du? Ah, du bist einer von den Flüchtlingen aus Earls Castle, was? Ja. War nicht die ganze Wahrheit. Hast du gesehen, wie sie Menschen getötet haben? Das könnte ich bestimmt nicht ertragen. Wir Mönche töten keine Menschen. Ja, und das ist auch gut so. Und ihr? Noch mehr Mönche. Mama sagt, ich soll mich von ihnen fernhalten. Sie sind gefährlich. Gut, dann machen wir mal, was Mama sagt. Aber hier ist die Tür auf. Schaut mal, da kommen wir doch vielleicht. Dann mal rein in die Höhle der Mönche. Ich werde meine Meinung in dieser Sache nicht ändern. Wir werden ihnen helfen. Ihnen allen. Remigius, willst du wirklich diese Menschen dem Tod anheimgeben? Wir sollten uns von der Welt fernhalten, Vater. Gott soll das entscheiden, nicht wir. Wir werden ihnen helfen. Es ist unsere Pflicht. Netter Mönch und gemeiner Mönch. Tja, damit sind die beiden wahrscheinlich schon ganz gut beschrieben. Da ist er. Er sieht auch müde aus. Läuft er auch weg? Sieht streng aus. Mag mich nicht. Mag auch Mama nicht. Reden wir mit ihm? Oder noch ein Eingang? Wo endet das eine Haus? Und wo fängt das andere an? Er schüttelt mit dem Kopf, da will er nicht reingehen. Dann schauen wir mal hier in die Kathedrale. Hey, was machst du hier? Remigius hat recht. Das hier ist kein Ort für Kinder. Wollte doch nur mal gucken. Jetzt erinnere ich mich an sie. Was? Wovon sprichst du? Diese Frau. Sie kam mit dem Baumeister. Ja? Sie ist kein Flüchtling. Was meinst du? Oh, oh. Sie ist ein Outlaw. Sie war früher schon mal hier. Prior James hat mich vor ihr gewarnt. Sie ist nicht aus Earls Castle. Sie kommt aus dem Wald. Aber ihr Mann? Ich bezweifle, dass sie verheiratet sind. Junger Mann? Ja? Bist du nicht der Sohn des Baumeisters? Wie ist dein Name? Uiuiuiui, ui, ui, ui. Jetzt müssen wir ihn anlügen oder die Wahrheit sagen. Puh, tja. Wäre jetzt nur der nette Mönch hier, könnte ich mir vorstellen, ihm die Wahrheit zu sagen. Aber vor dem strengen Mönch, fürchte ich, haben wir Angst. Deswegen werden wir mal bei der Geschichte bleiben, die wir hier erzählen sollen. Jack Bilder. Siehst du, er ist Tom Bilders Sohn. Nun denn, du darfst gehen, Jack. Ein seltsames Kind. Und so verdächtig wie seine Mutter. Verdächtig ist doch jeden. Ist man sich seiner nicht sicher, so soll man doch immer an das Gute im Menschen glauben. Ja, genau. Wisst ihr, was sie sind? Unzüchtige, das sind sie. Diese Frau sollte aus Kingsbridge verbannt werden. Ich werde ihnen wie allen anderen die Möglichkeit geben, sich zu bewähren. Die möchte auch nicht sprechen. Und nein, mit dem erst recht nicht, was ich gut verstehen kann. Also hier können wir dann auch nichts weiter machen. Oder kann er hier um die Ecke gehen? Ah doch, das geht noch.
Hier ist auch nur eine Tür, führt sie zur Mama? Ich bin nicht sicher. Es ist so verwirrend hier. So viele Wege. Ich weiß nicht, wohin er führt. Ich will mich nicht verlieren. Tja, also hier kommen wir auch nicht weiter dann. Die Kathedrale lassen sie uns nicht. Dann müssen wir hier wieder raus. Hilf Tom. Gehen wir hier nochmal wieder außen rum. Schießen mal mit der Steinschleuder dagegen. Uiuiui. Oh. Na, fall um, du blödes Ding. Ja, genau. Das hilft auch nicht. Dann sprechen wir nochmal mit Martha. Hallo, kleine Martha. Martha? Lass sie, Jack. Sie hat viel durchgemacht. Ich denke, sie hat etwas Schlaf verdient, hm? Ich hab dir ja gesagt, das Kind würde sicher sein. Welches Kind? Mönche sind eine Plage. Aber sie geben aufeinander Acht. Du meinst, er wird als Mönch aufwachsen? Ja. Es gibt wohl Schlimmeres, als in Gottes Nähe aufzuwachsen. Jonathan. Sie haben ihn Jonathan genannt. Das Geschenk Gottes. Jonathan? Wenn ich ihn nur im Arm halten könnte. Ich weiß, wie du dich fühlst. Doch du musst vorsichtig sein, Tom. Die dürfen nie erfahren, dass du sein Vater bist. Tom? Schon gut, wenn doch diese verfluchte Kathedrale einfach einstürzen würde. Mama? Jetzt nicht, Jack. Ich hab dir ja gesagt, das Kind würde sicher sein. Welches Kind? Also irgendwas? Mönche sind eine Plage. Aber sie geben aufeinander... Können? Du meinst, er wird als Mönch... Sauberer als in Earl Castle, die Stallungen. Diese Mönche müssen sehr fleißig sein. Aufzuwachsen. Tja. Sie haben ihn Jonathan genannt. Das Geschenk Gottes. Jonathan? Oh, die Mönche haben das große Tor verschlossen. Jetzt sind wir eingeschlossen. Ich weiß, wie du dich fühlst. Doch du musst all diese sein, traurigen Leute hier draußen, wir hätten in unserer Höhle bleiben sollen. Hier draußen haben alle zu leiden. Tja, ja Tom, jetzt hör doch mal auf, hier immer dasselbe zu erzählen. Aber, tja, was sollen wir denn machen? Wir waren in der Küche, hier gibt es nichts weiter. Hier zum Kloster... Kommen wir nicht hier ins Haupttor, kommen wir nicht rein. Müssen wir da nochmal gegenschleudern? Oh. Pock. Na, fall um, du blödes Ding. Tja, passiert auch nur immer wieder das Gleiche, ne? Jetzt fall schon um. Tja. Was müssen wir denn dann machen? Hilf Tom, ja. Aber wie denn? Im Haus des Prios kommen wir nicht rein. Hier sind nur die Gräber. Mit dem Mönch haben wir gesprochen. Von denen sollen wir uns fernhalten. Schauen wir hier nochmal rein, aber ich wüsste nicht, was wir hier machen können. Wobei... Nee, ich glaube, er hatte mit dem Kopf geschüttelt, oder? Also auch hier ins Kapitelhaus wollte er nicht reingehen. Mit den Mönchen wollte er nicht sprechen. Tja. Hier war nichts weiter. Den Mönchen wollte er auch nicht sprechen. Und in die Kathedrale rein. Ach, jetzt kommen wir rein. Ah. Okay. Ich wünschte, jemand würde die Kathedrale einreißen. Dann könnten wir sie ganz neu bauen.
Dazu wäre ein Wunder nötig und davon verstehe ich nichts. Ich bin so müde. Komm, ich sing dir ein Schlaflied. Das hier mag Jack auch am liebsten. A lock caught in the hunter's net sang sweeter than an ever, as if the falling melody might wing and net dissever. At dusk the hunter took his prey, the lark his freedom never. All birds and men are sure to die, but songs may live forever. Oh Gott, wie schön. Jetzt sind wir tatsächlich hier drin in der Kathedrale. Was ist denn hier mit diesem Wasserbecken? Kann man daraus trinken? Es ist aus Stein. Da ist Wasser drin. Wofür? Wieso ist da eine Schüssel an der Wand? Trinken da Leute draus? Ja, ich meine, was denn sonst? Na, Haupttor, da wollen wir nicht direkt wieder raus. So groß. Wenn ich mal ein Haus habe, will ich auch so eine große Tür. Tja, brauchst du ein großes Haus, sonst sieht das komisch aus. So viele, viele Kerzen, aber nicht genug, um alles zu erleuchten. Der Raum ist so groß. Gibt es Stufen nach oben, eine Schüssel, eine kleine Schüssel. Essen Sie hier? Oh, eingesteckt. Ja, Schüssel kann man immer gebrauchen. Ein Stuhl, aber kein Tisch. Essen Sie vielleicht vom Boden? Und noch eine Kerze. Wer hat die hier gelassen? Es ist niemand da. Oh, und eine Kerze. Ob das so gut ist? Mehr Steinplatten. Seltsam. Prior James. Die Kirche ist kaputt. Aber warum darf Tom dann nicht daran arbeiten? Vielleicht ist sie noch nicht kaputt genug. Kaputt. Treppe nach unten. Die Kerzen. Können wir hier nach oben gehen? Oh ja. Oh, jetzt sind wir das erste Mal hier im Turm. Es gibt ein Nest, ein altes Vogelnest aus Zweigen, Strick und Holzspänen. Und ein Fenster, es ist so hoch, aber da unten ist noch ein Dach. Sind wir jetzt hier in dem kaputten Turm und haben wir jetzt hier altes Stroh und sowas? Puh, tu es für Tom, tu es für Mama. Puh, ich fürchte, wir können jetzt hier, naja, es ist schon etwas mehr als ein dummer Jungenstreich, aber... Wir sollen Tom helfen. Wir tun es mal für Tom, weil wenn Tom Arbeit hat, dann geht es auch Mama besser, dann geht es auch Martha besser. Wenn sie eine neue Kirche brauchen, bekommt Tom Arbeit. Und wir können bleiben. Tom wollte schon immer eine Kathedrale bauen. Eben. Oh oh. Jetzt würde ich aber mal sagen... schaut mal wie. Ich muss hier raus.
das Feuer an dem Balken emporlodert. Hi, da gehen wir mal lieber schnell wieder runter. Und hier wieder raus. Sind wir nicht da unten gewesen, aber... Oh. Was? Oh, das war jetzt ungünstig. Jetzt kommen wir hier nicht raus. Das Feuer. So viel Rauch. Ei. Wir müssen das löschen. Wir haben doch das. Ich kann kaum atmen. Können wir hier Wasser schöpfen? Die nehmen wir jetzt. Die Schüssel. Und dann löschen wir. Vielleicht kann ich oben besser atmen. Nach oben? Sicher, dass es eine gute Idee ist? Huch. Was ist denn das für eine Gestalt? Da hinten kommt ein Luftzug. Ja, aber das ist irgendwie nicht der beste Ort hier oben. Vor einem Feuer nach oben zu fliehen, ist irgendwie immer nicht so eine... Ich muss hier raus. Uff, und jetzt? Jetzt soll er hier runterklettern. Ikarien, Kogitationen, in Lokutionen, Opera. Du, ich kenne dich. Mea maxima culpa. Du bist es. Bei Gott und dem Teufel. Sie haben dich zurückgeschickt, um mich zu strafen. Ich habe ihnen gesagt, dass wir bösen werden. Für das, was wir dir angetan haben. Für meine Sünden. Wirf mich in den feurigen Pfuhl. Wer war er jetzt? War er der Geist von Prior James? Ja, wie fangen wir an? Francis oder mein lieber Bruder? Mein lieber Bruder. Mein lieber Bruder, erst 2 Tage sind vergangen, seit du die Priorei verlassen hast. Viel ist in diesen 2 Tagen geschehen. Viele verzweifelte Männer, Frauen und Kinder haben hier Zuflucht gefunden. Francis ist verantwortlich. Francis ist nicht verantwortlich für die Flucht, für... Tja, ist er mit verantwortlich? Ich meine, wir erinnern uns an den Brief, den, um den es ging, der auch irgendwo diesen Krieg mit ausgelöst hat, wenn ich das richtig erinnere. Aber keine Ahnung, wir ziehen ihn mal in die Verantwortung mit hinein. Diese Menschen wurden von der Burg des Grafen von Shiring vertrieben. Ich hatte nie damit gerechnet, dass ein Besuch von dir so schlimme Folgen haben würde. Das war jetzt doch ein bisschen hart. Ich sagte dir, ich wollte helfen, den Krieg zu beenden. Jetzt stelle ich fest, dass ich selbst einen Krieg ausgelöst habe. Ist das deine Diplomatie? Ist das deine Politik? Hm.
Wir erzählen ihm nochmal von dem Baby, denn immerhin hat Francis das hier in die Priorei mitgebracht. Das wird ihn, naja, hoffentlich interessieren, was mit dem geschehen ist. Milius und Cuthbert haben sich des Findelkinds angenommen. Sie haben es Jonathan genannt. Geschenk Gottes. Johnny Eightpence hatte recht. Er mag Ziegenmilch. Ein Geschenk Gottes. Und doch hat ihn jemand aufgegeben. Ich werde ihn nicht aufgeben. Und auch sonst keinen. Das ist gut. Auch uns nicht, Bruder. Selbst wenn die Hoffnung auf meine eigene Erlösung so klein und so schwach ist wie unser Jonathan. Dann beenden wir den Brief. Ich bete, dass dieser Brief dich wohlbehalten antrifft. Und für mein eigenes Wohl bitte ich dich, nicht mehr über unsere Eltern zu sprechen. Solche Dinge muss man ruhen lassen. Ich habe damit Frieden geschlossen und will nichts mehr davon hören. Ich hörte von dir, dass nur drei in Graf Roberts Gefolge lesen können. Einer von ihnen ist mein Bruder. Und ich hoffe, er verzeiht meine harten Worte. Dein Bruder, Philipp. Tja, und während hier vielleicht draußen schon die Kathedrale brennt, ist unser Prior Philipp hier noch bei und schreibt einen Brief an seinen Bruder. Ja, da dürfen wir jetzt gespannt sein. Es scheint unserem Jack gelungen zu sein, dafür zu sorgen, dass Tom Bilder hoffentlich irgendwie Arbeit bekommt. Das werden wir uns dann in der nächsten Folge anschauen. Ich freue mich wie gehabt und wie immer, wenn ihr auch dann mit am Start seid und hier mit am Ball bleibt. Bis dahin, macht's gut, euer Henri.